Angeklagter, Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten an dem Mast gesägt. Ich hab nicht an dem Mast gesägt. Ich hab nur mit dem Ast gefegt. Da habe ich mich mit Hast bewegt und das hat wohl den Gast erregt und der hat dann den Mast zerlegt. Sie haben aber bei der polizeilichen Vernehmung ganz andere Angaben gemacht. Ich zitiere wörtlich, ich habe diesen Gast zersägt, weil er sich auf den Quast gelegt. Doch wer gefälschten Zaster prägt und Schuhe aus Alabaster trägt, verdient, dass ihm der Mast erschlägt. Das haben Sie doch gesagt. Herr Zeuge, können Sie das bestätigen? Nee, das war anders. Ich hatte mich zur Rast gelegt und mich mit einem Quast gepflegt. Denn wer schon einmal Bast zersägt, der weiß, dass das keine Hast verträgt. Das tut doch überhaupt nicht zur Sache. Doch, da hat sich's im Morast geregt und das hat wohl den Ast bewegt. Und wie der Mast aus Pflaster schlägt, da hat er wohl den Gast erlegt. Jetzt reicht's aber. Im Namen des Volkes, wenn einer einen Gast zersägt, weil ihn ein Gymnasiast erregt, der vor seinem Palast gefegt, dann wird die Tat mit Knast belegt. Wenn er als Kontrast erwägt, dass er sein Geld zum Pasta trägt, der auch den Wunsch nach Zaster hegt, dann wird das nicht mit Knast belegt. Stattdessen wird der Mast zersägt und auf das Grab vom Gast gelegt. Wenn dieser Spruch nicht passt, der trägt die Kosten des Verfahrens. Gezeichnet Richter Ahrens, das hohe Gericht zieht sich zum Besäufnis zurück.